Jo Freunde, was geht? Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video hier auf meinem Kanal. Wie jeden Tag zeige ich euch auch heute wieder den neuen Fortnite-Shop. Also klicken wir direkt mal drauf. Let's go! Und, oh, hallo? Jetzt, okay. Und zwar haben wir natürlich heute erstmal das ganze Sommerlegenden-Paket. Ich denke mal, das haben die meisten von euch mitbekommen, dass es da dieses neue Paket gibt mit insgesamt 6 Sachen sind das. 3 Skins, das ist einmal ohne Käppchen, dann die Zoe, die quasi Sommer-Zoe sieht so aus. Dann der sehr merkwürdige neue Bananenskin, einfach eine geschälte Banane, schaut so aus. Dann die 3 Backpacks dazu, das ist der, der und dieser hier. Für insgesamt 19,99 € kann man das kaufen, das ist also wieder ohne V-Bucks. Ist ein bisschen merkwürdig, dass sie das mal so machen. Dieses Paket hier ist jetzt wieder halt für quasi echt Geld kaufbar. Genau, dann machen wir weiter. Nämlich haben wir heute im quasi Daily Shop dann die rote Jadefrau drin und einen schönen Preis für das Skin, obwohl ich ihn nicht so mega feiert, deswegen habe ich mir den noch nicht gekauft, aber die Augen schauen wirklich crazy aus. Dann haben wir, das ist quasi auch das Highlight des heutigen Tages, nämlich, warte, ich glaube, der Skin ist in die Richtung, genau, der Nickerchen Skin und quasi auch das gesamte Set ist nämlich jetzt seit 154 Tagen nicht mehr im Shop gewesen. Also dazu zählt der Skin mit diesem rotierenden Backpack hier auf dem Rücken. Der schwebt auch so mega geil. Das schaut irgendwie cool aus. Wenn der Ingame auch so schweben würde, das wäre einfach insane. Aber leider steht der Ingame ganz normal wie jeder andere Skin da. Das ist nur die Shop-Pose hier. Dazu dann auch die Hacke. Auch die war 154 Tage nicht drin. Genau, dann der Gleiter. Für 800 V-Bucks, auch der 154 Tage. Und das Einzige, was jetzt nicht so lange drin war, sondern seit 119 Tagen, ist die traumhaft Lackierung. Die schaut so aus, ist so minimal animiert. Also man sieht so ein minimales Leuchten darüber. Die Animation ist wirklich so gering, Leute. Die Lackierung würde ich mir an eurer Stelle eher nicht holen. Da gibt es deutlich heftiger animierte Lackierungen, die ich mir dann für den Preis eher holen würde. Dann haben wir können wir scrollen. Oh, wir haben sogar was Neues drin. Okay. Dann haben wir hier den Raptor-Skin für 2000 V-Bucks mit diesem Backpack. Ganz klassischer OG-Skin. Die Velocity mit diesem Backpack gibt es natürlich auch dazu. Den Trail gibt es nicht dazu. Okay. Aber den Party-Löwen. Dafür gibt es überhaupt einen Trail? Ich habe mir gerade irgendwie eingebildet, dass es einen Trail gibt, aber. Auf jeden Fall gibt es den Gleiter und die Hacke. Sturmbomber für 1-2 dieses Flugzeug. Ich hoffe unbedingt, dass dieser Air Royale Modus mal irgendwann wiederkommt, wo man mit dem Flugzeug fliegen kann. Das wäre wirklich sick, selbst wenn es auf der neuen Karte ist. Wär wirklich cool. Dann machen wir dann weiter auf der rechten Seite. Wie immer, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr es feiert, dass ich euch hier jeden Morgen den neuen Shop zeige. Dann haben wir hier die Pizza Pyjama Party mit dem goldenen Käse auf dem Rücken. Dann eine neue Musik, die kann ich sogar mal kurz anmachen. Dafür muss ich kurz in die Audio Settings und die Musik hier ein bisschen hochdrehen. Machen wir mal auf 47%. Oh Gott. Okay, let's go. Oh, das ist die Musik vom Event, oder? Ich glaube, das ist die Musik, die es beim Event gab. Jetzt muss man halt Geld dafür ausgeben. Ist ein bisschen schade. Das wäre cool gewesen, wenn alle diese Disc hier for free bekommen hätten. Diese Schallplatte. Aber ja, jetzt muss man 200 V-Bucks ausgeben. Finde ich noch in Ordnung. Falls ihr das Live-Event gesehen hattet, da kam ja auch die Musik. Ja. Ich mag die Musik zwar, aber würde ich mir jetzt persönlich, glaube ich, eher nicht kaufen. Ja, ich benutze die ja immer nie, also ich habe die immer ausgestellt, die Musik. Deswegen kaufe ich mir die jetzt eher nicht. Dann haben wir den Wacken-Emote. Genau, für 500 V-Bucks. Die rote Verteidigerin, auch ein schöner Preis für das Skin. Wo ist inzwischen so eine, das ist, glaube ich, die Mütze, ne? Die man da aufsetzen kann. Dann voll ablachen. Das ist ein richtig nicer Emote. Den würde ich mir kaufen, damit kann man gut Gegner trollen. Und dann noch der Zusammenreißer, den würde ich eher nicht kaufen. Der ist ein bisschen überflüssig. Ja, das bereue ich eher, den gekauft zu haben. Jo, das ist der Shop von heute. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr den so findet, also Top oder Flop. Falls ihr irgendwie nachher im Shop seid, könnt ihr gerne den Credit Code Snox eintragen. Dauert nur 2 Sekunden und alle 14 Tage muss man das erneuern. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen früh wieder zum nächsten Shop-Video, falls ihr den Kanal hier abonniert habt. Falls noch nicht, lasst gerne ein Abo da. Und ich werde jetzt erstmal wieder schlafen gehen, weil ich bin ultra müde noch. Ich hoffe, es hat trotzdem geklappt hier mit dem Shop-Video, dass ich nicht zu müde war. Aber ja, ich werde morgen auf jeden Fall wieder ganz normal Video machen und auch streamen. Heute nehme ich mir erstmal nochmal einen Off-Day. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss!